In Hamburg haben wir ein Transparenzgesetz. Das Transparenzgesetz sagt, dass behördliche Stellen viele Arten von Daten und Dokumenten veröffentlichen müssen, unter anderem explizit auch Geodaten. Der Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung in Hamburg hat sehr spannende Geodaten. Viele davon veröffentlichen sie auch, einige aber eben nicht. Zum Beispiel gibt es dort digitale Oberflächenmodelle, das heißt quasi Punktwolken von der Stadt, die schon jetzt ganz schön alt sind. Es gibt eins, das 20 Jahre alt ist, eins, das 10 Jahre alt ist. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit noch gemacht wurde. Aber diese Daten gibt es dort eben und die wurden nicht veröffentlicht. Das finde ich sehr schade. Das sind super spannende Daten für ganz verschiedene Disziplinen, für private, für kommerzielle, für Forschung, ganz wichtige Dinge. Und ich habe mir dann mal gedacht, vor mittlerweile mehr als 3 Jahren, mach doch mal eine Anfrage, frag den Staat nach dem Transparenzgesetz und bitte darum, dass diese Daten veröffentlicht werden. Ja, es gab dann viel hin und her, also Absagen vom LGV, Widersprüche von mir, ein Hin und Her über Monate. Irgendwann war es an einem Punkt, wo ich mich auch rechtlich ein bisschen unsicher gefühlt habe, weil eben so ein Widerspruchsverfahren auch mit, ja, Kosten für mich verbunden sein kann, für den Antragsteller oder den Widersprechenden in diesem Fall. Habe dann netterweise durch den Vosges-Verein ja eine kleine finanzielle Absicherung bekommen. Und ich habe dann auch den hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gebeten, bevor der Fall dann ans Rechtsamt geht an der Behörde oder bevor sie sich damit befasst, um eine Stellungnahme abzugeben. Die waren auch sehr dann interessiert, fanden den Fall auch ähnlich wie ich. Der LGV argumentiert halt, dass die Daten zu hoch aufgelöst sind, deswegen halt sehr detaillierte Einblicke in die Stadt, in Privatsphäre bieten können und sie deswegen nicht veröffentlicht werden müssen. Mein Argument ist auch das von Datenschutzbeauftragten, geht eher in die Richtung, dass ja, es sind hoch aufgelöste Daten, aber genauso wie jetzt auch Dokumente oder andere Daten wie Luftbilder dann eben geschwärzt in Anführungszeichen oder runtergerechnet werden müssen, so müsste es hier eben auch gemacht werden. Tja, seitdem liegt der Fall beim Rechtsamt. Da tut sich nichts. Ich habe dann im Oktober 2020 mal dort angerufen. Einen super netten Mitarbeiter dort wirklich gehabt. Damals war der Stand einfach ja klar, ne? Corona, 2020 war ein scheiß Jahr und sie würden sich im Frühjahr 2021 bei mir melden. Das ist aber nicht passiert. Im Mai, also jetzt vor einer Woche, jetzt 2 Wochen, wenn ihr es seht, oder noch viel später, also Mai 2021, habe ich nochmal mit ihm telefoniert. Und ja, so peinlich es ist für sie, es gibt weiterhin nichts Neues. Sehr schade. Ich habe ein bisschen Erkenntnis aus dem Gespräch mitgenommen. Zum einen wurde gesagt, es gibt jetzt ja auch ein bildbasiertes DOM, ob das nicht reicht, da komme ich gleich nochmal zu. Das tut es aus meiner Sicht nicht, ist auch ein anderer Datensatz, es geht also nicht darum. Es könnte generell einfach eine Grundsatzentscheidung sein. Wenn jetzt gesagt wird, Daten, die eben sehr hoch aufgelöst sind, Daten, die sehr detailliert sind, die eben möglicherweise dann datenschutzrechtlich relevant sind von der Auflösung. Wenn die vorliegen, wenn die dann eben runtergerechnet werden müssen, könnte es sein, dass noch ganz andere Datensätze davon betroffen wären und dann auch veröffentlicht werden müssten. Das wäre sehr spannend, aber ist halt eine große Frage. Für die Behörde selbst wäre es natürlich auch schön, dabei Rechtssicherheit zu haben. Ne, die haben einfach gerade jetzt gerade auch Bedenken, was passiert, wenn sie es veröffentlichen. Und das fände ich auch nicht gut, wenn die quasi dann Probleme kriegen von Bürgern oder von anderen Stellen, die da eben Probleme mit haben mit den Daten. Das bildbasierte DOM ist halt nicht mehr aus Laserscan-Daten, sondern aus nur Luftbildern rausgerechnet. Dementsprechend sind an Fassaden natürlich weniger Punkte, wo der Winkel dann nicht so gut drauf ist. Und es ist auch sehr viel geringer aufgelöst. Das ist 1 Meter Auflösung, 1 Meter gerastert, das heißt, ne, streng gerastert, da geht ganz viel Information auch bei verloren. Links mal das Bild aus der Broschüre vom LGV, rechts mal von mir aufbereitet die Daten vom bildbasierten DOM. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Auch wenn jetzt links das nochmal mit Faktor 10 verringert werden würde, wäre es immer noch ein sehr viel interessanterer Datensatz. Was nun? Man könnte eine Untätigkeitsklage machen. Das wäre schon längst möglich, seit einem Jahr wahrscheinlich schon. Ja, finde ich nicht so wirklich schön und zielführend. Zum einen wäre es dann komisch, wie dann die Veröffentlichung der Daten geschehen müsste, vermutlich. Zum anderen, wer will das? Müsste ich schon wirklich gute Gründe für finden, finde ich. Andere Möglichkeit abwarten, yippie-ki-yay, und mal gucken, was passiert, und mal nachfragen und telefonieren. Ja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ich würde mich sehr freuen über aktive Unterstützung. Also wenn jetzt welche von euch sagen, Mensch, spannende Daten würden mir weiterhelfen oder fände ich an sich mal interessant oder ja, das Gesetz sehe ich genauso und ihr habt Lust, aktiv mich zu unterstützen oder gemeinsam dabei vorzugehen, meldet euch unbedingt bei mir.
So sehr brenne ich dafür jetzt auch nicht, wie man an der Zeitleiste auch sehen kann, vermutlich. Ich fände es halt schön, wenn die Daten frei wären und ich fände es auch einen wichtigen, ja, Grundsatzfall, glaube ich. Und generell stellt auch mal andere Anfragen. Fragt doch mal jemand, ob es Infrarotluftbilder von Hamburg gibt. Fände ich schön. Danke.